Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tengshu Wrath of Heaven. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, haben wir ja mit Ayame die Story abgeschlossen. Und genau, ich bin jetzt mal echt mal gespannt, wie es jetzt mit Teshu wird. Also ich muss noch mal kurz mein Headset richten. So, genau. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an hier mit Teshu. Ne? Das ist ja ein bisschen eine andere Story, glaube ich. Also die unterscheidet sich ein bisschen, oder? Ah ja, wir sollen Nasu und Ichigoya killen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal, ja? Ah! Ah, geil, okay. Wieder die gute alte Cutscene. Underground groups offer assassinations at reasonable prices, but they only take on missions that they agree would serve justice. This is a story of Teshu Fujioka, a doctor by day, a hired assassin by night. It was a warm spring evening when Teshu was ordered to murder Nasu and Ichigoya. Both were guilty of kidnapping village girls and selling them as slaves to neighboring states. The families of the daughters felt that the officials would not punish Nasu because he was a high-ranking statesman. Both Nasu and Ichigoya must be killed, not just one of them. Ah, alles klar, also wir sollen Nasu und Ichigoya höchstpersönlich killen. So, was haben wir denn hier für Items? Ah, cool, schaut mal. Was ist das denn hier? Throwing Needle, okay. Probiere ich mal aus. Und direkt das Blasrohr, okay, auch nicht schlecht. Naja, Rauchbombe. Oh, was? Kann ich nicht? Mann, nee. Was? Moment mal, was? Was ist das denn? Geld? Hä? Muss man Items kaufen? Oha. Okay, das ist sehr interessant. Eine Granate kostet also 300, okay. Hä? Warum haben wir hier Geld? Na, das ist ja krass. Na gut, egal. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Also wir sind ein Doktor bei Tag und ein Killer in der Nacht. Alles klar. Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Ja, ich bin heute ein bisschen später online. Mein Auto war noch in der Werkstatt. Bremsen wechseln. Das hat wieder genervt. Und ah, sehr schön. Oh, der bewegt sich auch ein bisschen langsamer. Hä? Oder? Ja, ne, geht eigentlich. Ah, da ist direkt ein Gegner da vorne. Ah, das ist das erste Level. Ja, ja, ich kenne das doch schon hier, ne? So. Nein! Oh! Da wäre ich fast schon zu schnell gewesen. Kann der auch doppelt springen? Kann er auch. Okay, alles klar. Oh, da muss ich ja erstmal gucken, ne? Ach, wieder die guten alten Gegner hier. Ja, ja, ich merke schon. Und lauf doch schneller. Oh mein Gott. Der läuft schon so langsam. Boah. Was ist das denn? Oh, ich habe hier gerade irgendwelche Soundruckler. Was ist das denn? Hä? Was ist das? Unten 30. Was ist das? Hä? Ist das Geld, was ich da aufsammle? Für jeden Kill? Okay. Ah, der hat die Leiche entdeckt da unten. Alles klar. Es scheint so, als würde der sich ein bisschen chilliger spielen, ne? Der bewegt sich ein bisschen langsamer. Oh Gott, warum? Ich habe jetzt hier irgendwelche Soundruckler gerade. Irgendwelche Frame Crashes. Das gefällt mir gar nicht. Egal. Komm, hier weg mit dir. Zack. Ah! Okay. Krass. Da kommen auf einmal irgendwelche Röntgenbilder. Okay. Das ist geil. Komplett andere Erfahrung hier mit Tengshu, hä? Da ist der nächste. So. Auf jeden Fall, also sehr interessant. Lange Nacht, ja, für dich nicht. Du stirbst gleich, mein Freund. So, Tengshu. Ja, wie gesagt, also ist anscheinend irgendein Kopfgeldjäger, so wie sich das so, so wie das jetzt hier aussieht. Weil er kriegt Geld für Kills. Und von diesem Geld kann man Items kaufen. Ich verstehe. So, muss ich mich jetzt mal von dem nach von hinten anschleichen. Da ist nämlich noch einer da vorne. Seht ihr das? Da sind zwei Gegner. Frage ist, wie kriege ich die beide? Kriege ich die überhaupt beide? Dreht er sich da mal rum? Wie soll ich das machen? Der bewegt sich nicht weg. Ah. Wie soll ich die denn kriegen, hä? Zwei auf einen...
Ice Knight, ja, das kennen wir doch noch, von Ricky Maru hier. Aber wie soll ich das machen? Der andere Typ da hinten, der sieht mich doch, wenn ich den da jetzt kille. Ich probier's. Und brech ab! Ah, ich hab's abgebrochen irgendwie. Ich hab's irgendwie abgebrochen. Oh Gott. Geh schnell weg. Boah. Ich weiß nicht, wie ich das ab... Ah. Gut. Boah, ich hab's geschafft. Wie geil. Ich weiß nicht, wie man das abbricht, aber ich drücke einfach immer irgendeine Taste. Was macht der hier? Hat der irgendein Problem? Ah, der... Keine Ahnung. Weg mit dir. So. Hä, da ist noch einer, was? Oh Gott. Nein, lauf! Ah, das ist doch ärgerlich. Scheiße. Da hat er mich entdeckt, ey, fuck. Und der ist langsam. Da ist noch einer, oder was? 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 Wie oft wurde ich jetzt entdeckt? Was? Hä? Hä? Was soll das denn jetzt? Hä? Was? Okay. Okay, krass. Wow. Das ist ja krass jetzt gerade hier. Einen Moment, ich mach mal kurz einen Aufnahmecheck. Jawohl, sehr schön. Okay, aber wer habe ich denn da noch entdeckt? Das sind drei! Drei Gegner! Bitte was? Wollt ihr mich verarschen? Ohne Giftreis, ohne Blasrohr? Nee. Das könnte knicken. Drei Gegner. Wie soll ich die denn kriegen? Alter Schwede. Das geht ja gar nicht hier, ey. Nee. Komm. Da ist ein Bogenschütze dabei. Die können nach oben gucken. Ich merke das schon. Komm, geh doch mal wenigstens mal einer davon weg, oder? Was soll das denn, Alter? Drei Gegner hier. Wie soll ich die denn alle kriegen? So, der eine geht weg. Okay, das ist schon mal gut. Ist der andere zumindest schon mal aus dem Sichtfeld. So, ich glaube dann... das wollte ich jetzt nicht. Gehen wir wieder da hoch. Boah, direkt so eine krasse Schwierigkeit hier bei Teshu. Oh. So. Der bewegt sich ein bisschen langsam, finde ich. Frage ist jetzt... Ja, ich muss halt irgendwie gucken, dass ich die kriege irgendwie, ohne dass die mich sehen, weißt du? Dass die anderen mich dann sehen. So. Boah, ist das krass. Auf jeden Fall. Also erhöhte der ist reingegangen, okay. Erhöhte Schwierigkeit. Der macht Hampeleien, okay. Ich gehe einfach mal runter. Nee. Egal, komm. Kill ihn. Nein! Was? Was macht der denn? Was ist das denn? Hä? Was hab ich denn da gemacht? Was hab ich denn da aus Versehen gemacht? Was ist das? Hä? Ist das hier der... das ist dieser... Wrath of Heaven von Ricky Maru und Ayame. Entdeck noch ruhig noch eine Leiche, ey. So. Ja, keine Ahnung. Also ich wurde jetzt irgendwie dreimal entdeckt. Ja, keine Ahnung, ob ich hier jetzt Großmeister kriege. Oder gibt es hier überhaupt Großmeister? Ich weiß das nicht bei Teshu. Muss ich erstmal gucken. Was macht der jetzt noch? Also irgendwie habe ich hier auch gerade Sound, oder? Unerklärlicherweise. So, der rennt da rum. Kann gerne seine Hampeleien da machen, ist mir scheißegal. So, ja genau, vergiss es einfach! Die können hochgucken, das ist gemein. Die Bogenschützen können hochgucken, ich verstehe. So. Ich probiere jetzt mal aus, welche Taste das ist. Kreis, glaube ich. Es ist Kreis, alles klar. Und geht direkt mal da hoch. Am besten. So, der eine, der war ja da hinten drin, ne? So, da ist ja der andere, genau. Die können aber nicht nach oben gucken. Das sind ganz normale, stinknormale Gegner, aber der hat wieder mal eine Leiche entdeckt. Ja. Okay. Der entdeckt jetzt wahrscheinlich dreimal eine Leiche. bis ich den dann am Ende kille. So. Ja, wie gesagt, das Spiel ist ein bisschen... Bisschen geduldig muss man hier sein. Ja, jetzt, das habe ich mir schon gedacht. Jetzt sieht er den da hinten.
Okay. So. Nicht runter! Nein! Nein! Warum geht der wieder runter? Was soll das? Warum geht der wieder runter hier? Das sollst du nicht machen, so eine Kacke. So, was? Wo? Geht der jetzt? Der kommt hier hin! Der kommt hier hin! Oh mein Gott! Geh schneller weg! Der ist so langsam! Verdammte Scheiße! Oh Mann, das ist ja... Oh, ich komme mir vor wie jemand, der es das erste Mal spielt, ey. Fuck! Ja. Ja, also... Großmeister, wenn es das hier gibt, wird es nicht mehr. Der ist aber auch so langsam. Jetzt habe ich wieder zwei Gegner da getriggert, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, der andere geht wieder zurück. Drei! Es sind wieder drei. Okay. So, der hier unten, der kann ja mal ein bisschen hier hinkommen, hä? Ich wäre ihm sehr verbunden, wenn er ein bisschen hier hinkommen würde. Aber nein. Und lauf doch schneller! Oh Gott, ey. So, jetzt. Und ab in Schädel, okay. Alles klar. Ah, ich verstehe diese Röntgensachen da. Der ist ja ein Doktor. Hm? Wahrscheinlich ist das mit dem Röntgen, weil er ein Arzt ist. Hm? Nicht wieder runtersliden oder sowas, Tichu. Nicht runtersliden, so. Ist auf jeden Fall ein sehr... Ein sehr interessanter Ansatz und wer hat mich da fast entdeckt? Hä? Hinten oder was? Ne, da ist nichts mehr. Hä? Da! Ne, da liegt nur einer. Okay, da unten ist einer. So. Nein, nicht runter. Boah, das war wieder so knapp. Hier links ist noch einer. Ah, okay. Der hat mich auch eben fast entdeckt, dieser Bogenschütze. Alles klar. Dann heißt mal wieder abwarten. So, abwarten. Ah, den Bogenschützen, den kann ich, glaube ich, sogar killen jetzt gleich. Weil der da unten, der dürfte mich hier nicht entdecken. So. Es sei denn, ich bin zu blöd, um... Ja, toll. Es sei denn, ich bin wieder zu blöd, um zu springen. Ja. Ah, da habe ich ein Item gerade gesehen. So, da ist der Bogenschütze erstmal. Und direkt weg mit dem. So. Oh, Knochenbruch. Auch nicht schlecht. So, und weg hier. Direkt... Ah, direkt weg hier. Arg mit Kreis. Alles klar, ich verstehe jetzt. Ja. Hier ist ein Item. Ah, nochmal so Wurf-Dinger. Keine Ahnung, was das sein soll, aber werde ich noch rausfinden. So, erstmal da hinten der. Ah, der bewegt sich langsamer, ich verstehe. Okay. Ja, weil er halt kein Ninja ist, ne? Ninjas sind ja schnell. Und das hier ist ja einfach nur ein Auftragskiller. So wie ich das jetzt verstanden habe. Jetzt rede ich schneller rum, ey. So, und... Nein, warum? Kann man jetzt auch mal den Kampfstil von ihm mal gucken? Okay, also er schlägt dreimal, so wie Rikimaru, okay. Und dann hier... Ah, nee, nee. Oh Mann, okay, alles klar. Ja, dann greif an. So. Zack, zack, zack. Nee, das... Der greift dreimal an wie Rikimaru, okay. Oh Mann, ist der langsam. Scheiße. So, dann... Dann komm hier hin. Der kommt wieder hier hin. Oh mein Gott. Oh, so. Jetzt brauche ich hier aber keinen Schlüssel. Das ist auch schon mal gut. So, wo ist er? Hinten ist er. Geht wieder auf seine Route, oder was? Geht er wieder auf seine Route? Nee, er macht irgendwelche Hampeleien da. Okay. Ich hab ihn schon wieder nicht gekillt. Hä? Was soll denn das, mein Freund, ey? Penner, ey. Ne, ich hab noch keine Kombos mit dem gelernt. So, dann probiere ich erstmal das Ding hier aus. Ah, kann ich nicht. Dann probiere ich das jetzt mal aus. Was ist denn das?
Ah, es ist das Wurfmesser. Okay, ich verstehe. Ja, Freunde, also wie gesagt, erster Part wird jetzt erstmal natürlich mal wieder Dings sein. Wie soll ich das jetzt beschreiben? Einfindung. Weil der ist doch definitiv anders zu spielen wie mit Rikimaru. Und das heißt, ich werde hier auch keinen Großmeister erreichen. Wenn es das denn gibt hier mit ihm, ne? So, was gibt's denn hier noch Schönes? Hier in den Häusern war ja auch noch was, ne? Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ah, Moment. Hier war ich noch nicht. Nee, stopp. Hier ist noch eine Tür. Genau. Ah, dieser Ruckler irgendwie die ganze Zeit. Na, hier rein, genau. Hier kann man ja rein. Hier war ja bei Rikimaru ein Halt dran, beziehungsweise bei Ayame. Ah, hier kann man einfach nur raus. Okay, ich verstehe schon. So, einen Augenblick. Ich muss mal gerade kurz hier was... So, alles klar. Oh! Das ist wo... 80! Was? Wo ist der? Oh Mann! Hier draußen? Boah, was ist das denn? Ist der hier draußen? Da ist der! Alles klar. Ja dann... Ah, weg mit dir! Ne... Schön die Knie brechen. Oh, geil, Alter. Oh. Wirbelsäule auch. Alles klar. Ich habe nur keinen Bock auf diese Leckkills die ganze Zeit. Ne? So. So, dann bin ich ja schon... Moment. Ich bin ja schon im richtigen Bereich. Ne? So, also er ist kein Ninja. Boah, so jetzt. Das merkt man auch... Ui. Das merkt man auch an seinen Bewegungen und ich kriege irgendwie kein Geld mehr. Keine Ahnung warum. Also ich dachte ja, man kriegt bei jedem Gegner irgendwie Geld. Aber das ist anscheinend doch nicht so. Hä? So. Haben wir da irgendwas? Ja, ich... Ist da ein Gegner? Da hinten, alles klar. Okay, da hinten ist einer. Ah, der spielt sich langsamer. Das macht das Ganze aber auch ein bisschen chilliger. So. Dann... Nein! Was? Oder sind zwei? Alles klar. Okay, ich verstehe. Ah! Der da hinten. Der da hinten, der sieht mich fast. So. Ah, was macht der denn? Da ist noch einer. Was? Wo denn? Verstehe ich nicht. Alter. Alter! Wo kommt... Wer hat mich entdeckt? Hä? Wer hat mich entdeckt? Alter. Hau doch ab! Hä? Das verstehe... Was war das denn? Hä? Das verstehe ich nicht. Hallo! Ah, ey. Jetzt haut doch mal ab. So. Alter, können wir ein bisschen mit den Gegnern spielen hier. Ja, ja. Ich verstehe schon. Aber während die sich jetzt mal beruhigen. So. Ich glaube, die gehen beide wieder runter. Ja. Allein. Oh Gott. Oh, der war geil. Der war geil. So. Was macht der denn? Warum springt der runter? Ich habe den doch nur gekillt. Warum springt der runter? Warum springt er da runter? Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Ey. So, dann dreh dich um. Und dann bist du jetzt weg hier. Wichser, ey. Das gibt's ja nicht. Nicht hochgehen. Ja, der kann mich auch irgendwie durch Wände... sehen oder was? Alter, jetzt hau ab! Penner! So. Ist hier irgendwas? Medipacks oder so? Ja, Medipack, geil. Okay, sehr schön. Haben wir hier noch schon mal den Heiltrank? Ich habe jetzt auch keine Ahnung,
Ah, Junge, geh doch da drauf, hä? Geh doch da. Ah ja, sehr schön, okay. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob der mit Rikimaru und Ayame jetzt irgendwas zu tun hat, bald. Werden wir alles noch erfahren. So. Kommt der hier hin, oder was? Ja, geh mal lieber nicht direkt raus. Ah, seht ihr das? Er kommt nämlich hier hin. So. Okay. 58, ja, besser. Okay. So. Wenn er sich rumdreht, gehe ich direkt hin und kill ihn. Ja, jetzt. Ja, und zack. Boah, der wollte sich schon wieder umdrehen. Oh, Herz. Okay. Krass. Ah, da ist wieder was. Geld. Ja, 30, okay. Ich weiß doch, wie viel auch immer das ist, ey. Ich habe nämlich gerade echt keine Ahnung, wie viel das ist. Ah, nee, da nicht dran. Hä? Hier ist ein Gegner in die Richtung. Hä? Ah, hier drin. Oder was? Nee. Moment mal, wo ist